Hey Zeukin, ich habe panische Angst vor Frauen. Was kann ich dagegen tun? Ah, panische Angst vor Frauen. Was kann man dagegen tun? Normalerweise gibt es in der Situation für Leute, die würden euch sagen, so ein einfach mit vielen Worten versuchen, das zu erklären. Mehr selbstbewusster auftreten, beziehungsweise ja nicht so angeberisch sein. Und ich glaube, ich kann dir nicht wirklich mit Worten weiterhelfen. Ich würde es dir lieber mit Taten zeigen wollen. Und deswegen musst du mich ganz kurz entschuldigen. Ich brauche dafür nämlich ein Hilfsmittel, das zeige ich dir jetzt. Dann komme ich gleich zurück und dann sage ich dir, wie du deine panische Angst gegenüber Frauen verhindern kannst. Ich hoffe, dass ich dir weiterhelfen konnte. Das wäre mir eine Ehre gewesen. Wenn du ein Date hast demnächst, dann bitte schreib mich an, damit ich mir selbst auf die Schulter klopfen kann, dass ich dir dazu verholfen habe. Ich bin für dich da, Tini. Ja, also so ein Zehner League, zweimal Passive. Dann könnte Busch schon sein, der würde mich hardcore traden mit Q durch mich durch. Arthur ist nicht sonderlich stark im Early Game. Nice, gegen seinen Boneplating. Baden Passive für Grasp und blocken seinen Grasp und Q-Proc mit Boneplating. Boneplating, der 49 Damage geblockt hat. Keiner nice. Und wir gleich Level 2 werden. Wir müssen weg. Ah, geintet. Ah, but why did I just do this? Habt ihr gesehen, was passiert ist? Ich hab fucking Steuerung W gedrückt. Nicht Steuerung W. Steuerung 2. Deswegen habe ich getauntet, statt meinen Pot zu nehmen. Und dann habe ich meinen Pot nicht genommen. Viel zu spät. Ich hätte echt gewinnen können. Oh, ich bin stehen geblieben und habe ihn getauntet. Und dann, ja, einfach tragic. Oh mein Gott. Ah, jetzt bin ich tiltet von mir selbst. Ah, ich das treffe, kann ich ihn vielleicht töten, Mann. Ah, but. Oh, ich bin jetzt so sauer. Oh, Mann. Du hast einen Auto-Attack nicht gemacht und mein Pot zu spät benutzt. Das war so fucking bad. Ah, ist over. Mein Lane ist so over. Oh, bin ich boosted, Mann. Darf auf gar keinen Fall getradet werden jetzt hier. Wenn sie immer noch den 3-Mann-Dive anbahnen. Zeitlich will ich halt schon eigentlich pressuren. Damit wir eventuell selbst Spotlane diven können. Wenn nicht geholt hätte, Shen. Nervig. Aber alles aus meinem eigenen Fehler geboren. Und statt nicht Botlane geultet, also eigentlich keiner fein. Hätte da jemanden retten können, während Toplane mir trotzdem CS denied wird, einfach weil Zed halt hinter mir ist. Und dann haben wir einen Drake bekommen. Not a whole lot to be done. Einfach One-Shot. Dann überlegt zu ulten. Er hat E-Flash. Er hat gleich wieder E ab, dann ist Lucian tot. Oh. Interesting. Bam, Junge! Holy moly. Zweiter für the comeback we needed. Denn ich mache zwar fucking großen Fehler dieses Game, aber der Shen ist auch nicht immun zu Fehlern. And he just did a big one. What? Sie hat dann nicht. Ist nicht davon. I mean, I guess, ich hab Pyro nur Ground unterschätzt. Dass die erste Q sie nicht trifft, ist einfach Bullshit. Ach, my bad. Ja, hat die Q sie nicht getroffen. Es muss High Lower Ground sein, dass ich es falsch eingeschätzt habe. Ich hätte nach vorne Q können und sie einfach gewählt danach. Sie hätte nach rechts ehen müssen. Aber ich dachte, wenn man eine Q trifft, sie. Aber I guess, ja, High Lower Ground. I ain't it myself. Problem mit Zed gegen Aatrox ist quasi das gleiche wie mit Camille. Es ist sehr schwer, eure Spells gegen ihn zu treffen.
Weil einfach, er kann halt vor allem wegblinken. So mit W als auch mit Ult. Und mit Ult kann er nicht nur wegblinken. Er kann sogar eure Qs dodgen damit. Die dritte Q, genau wie Camille-Ult. Das ist genau die gleiche Mechanik. Point-Click in der Sekunde, wo du angegriffen wirst. Pass auf, wenn er nicht stark wäre, wäre er schon nervig. Aber wow, er ist so stark, dass er one-shotten kann. Was auch einer der Gründe dafür ist, warum ich nicht weiß, was ich kaufen soll, dieses Game. Weil Serpent's Fang negiert halt einfach alle meine Schilde, die ich kaufen könnte. Sturk's Gage. Und er ist jetzt ja schon angehalten, das Item zu kaufen, weil wir eine Seraphine haben. Das heißt, Serpent's Fang lohnt sich so oder so für Zed. Und die Frage ist, welche der beiden Assassin-Jungler carried? Like K oder Zed? Beide sind turbo-strong. Beide können carryen. Sollen einfach Botlet pushen. Oh mein Gott, eine 4-Mann Seraphine und mit 3-Mann Root. 1v9. Ich dash gegen die Wand. Aber immer den treffe ich. Alright, nice. Mein Team ist popping off. Ich bin auch actually gar nicht so unglaublich weak. Ich habe mich aber selbst so hart getillt, aber ich stehe 3-4. Ich bin jetzt actually nicht komplett useless. Da finde ich die Peter auch, aber vom Lux-Bunning am meisten aufpassen. Ja, ich hab Ultim 5. Oh, jetzt haben wir noch ab. Oh, let's go. Einfach One-Shot, nice. Und Zed hat geultet. Ich hätte nicht so committen dürfen. Oh, no. Oh. I guess das ist fine, die beiden sind zoned. Aber mein Kati ist auch noch nicht im Fight. Aber jetzt geht Zed ham. Lucian ist not dead. Aber 6 ist OP. Ich guess, ich hätte Chandler denken sollen. Oh! Aber K ist tot. Dann ist Action nicht gut. Oh, guter Sidestep. Was ein wildes Game, Mann. Aber K ist gestorben für, 6, für 900 an 6. Das ist nicht so geil. Ja, gehe ich überhaupt Sturk's Gage? Der kauft sich doch eh dieses Drecks-Item. I guess I have to. Ich habe halt kein anderes Item. Ich kann sich vielleicht lieber gehen. Dritter Scott ist auch nicht gut. Also wie K den hier one-shot. Hoffentlich. Zone die nur ein bisschen und rennen dann weg. Chen hat keine Ult mehr. Wollt den starten und der Rest geht mit, Nenno. Oder fightet die, meine ich. Okay, das ist. Ja, jetzt Turbo boostet jetzt. Wir können nicht mal mehr turnen. Nice, viel besser. Müssen vor Zed aufpassen, der jumpt gleich rein. Und er ist knock up. Oh, 1000 Gold. Genau reingejumpt, als er kam. Na, wir töten ihn noch, dann machen wir Nash. Er ist actually ziemlich strong mittlerweile. Ja, war klar. Wo ist K6? Wenn Lux den jetzt steert. Oh mein Gott, Lux hat den beinahe gesteert. Warum ist sie so schnell? I guess sie hat Roam Boots. Oh, sie hat Roam Boots, okay. Deswegen ist sie so schnell. Keiner makes sense, ja. Wenn jemand die tanken sollte, dann ich. Oh, nice. War actually stark in dem Fight mit Sonjas. Let's go. Wir haben die Seele bekommen. Mein einziger Job ist, daheim zu gehen, natürlich. Ich laufe durch die Trap durch, laufe ins Pit rein. Pressure den Zed, er untert dann mich. Das Sonjas ich. Mein einziger Job ist, irgendwas zu tanken an Spells der Gegner, damit mein Team mitten darf. Das ist mein einziger Job. Die macht so viel Damage und macht so einen guten Job. Ich bin nur der Frontliner. Schöner Stil von K, das stimmt. He's out. Dann Botlane one-v-two'd worden. Und hier oben stellen wir jetzt auch. Ziemlich das Gegenteil von dem, was wir wollten. Boys. Okay, lass einfach wieder Group Mode fighten. Shining bright like a diamond. Ja, nicht gut. Let's group, guys. Wir haben davor jeden Fall gewonnen, wenn wir gegroupt waren. Das sollten wir einfach wiederholen. Fertig. K ist so OP, wenn er nicht den Shen hittet. Aber er kauft jetzt auch Lord Dominix, dann kann er Shen actually töten mit Zerildas. Oh mein Gott, nice.
Flash noch 6. Er flasht auch. Schönes Flash. Ein schönes Play von Thresh hat den Jumper dropped. Nein, dive doch weiter. Kommt her, rein da. Wir töten alle, ich hab GA. Rein, 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 rein. Nice. Warum pinkt ihr mich zurück? Ich hab GA und wir haben nicht einen Ash, sorry, sondern Seele. Das heißt, wir sind sehr tanky und sehr schnell. Wir haben Zeit, die WF kommt. Oh, ja, mein Early Game. Diese Steuerung, weh, Mann. So bad. Ah, Webplate an mein Team. Vor allem an Kha'Zix und vor allem an Seraphine. Die bei einem echt fantastischen Spiel gespielt. Der Kha hat den Großteil gecarried und die Seraphine hat zwei entscheidende Teamfights gecarried. Und weil der Kha'Zix einen dreckigen Assassin Jungler spielt, die aktuell ja so unglaublich broken sind. In jedes Game ist einfach Assassin gegen Assassin und einer von beiden carried hat das Game. Und dann wie die Seraphine, weil die echt gut geultet. Ja, hat er so mit Damage gemacht als Shen. Mein Arthur sagt doch in keinem guten Spot. Und wenn man mit einem schlechten Champion auch noch missplayt, dann ist es sehr hart, das Spiel. Klar, einfach my bad. Ich habe einfach ein Auto-Attack verschwendet und mein Pot nicht benutzt. Und stand dann da und habe einfach geintet, während Shen mich Auto-Attackt. Oh mein Gott, war das boosted.